Er ist gegen Uster schon erfolgreich im Penaltyschiessen mit dem Zovamov. Er ist auch gegen Götze erfolgreich im Penaltyschiessen. Jawohl! Und ist erneut erfolgreich. Er sichert den Penaltyschiessen da. Der Michel Wöcke mit dem 1:2 für Eichenberg. Weiss ja auch, was kommt. Man kennt sich ja gut. Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist halt so ein Zorro-Penalty. Genau. Einfach fast nicht. Wow, mit dem Zorro. Da freue ich mich auf die Wiederholung.